Atmung gehabt in Mary Bell. Jetzt hat sie eine knappe Sekunde auf Wendy Holdener. 94 Hundertstel. Nur nicht irgendwie dosieren, weiter volle Attacke fahren und dann klappt's mit dem 87er. Weil manchmal passiert es ja, wenn sie so viel Vorsprung hat, dass sie dosiert, aber ich glaube halt nicht. Na, da oben geht's einmal Vollgas los. So, den ersten Übergang hat sie gut gepackt, gut gemeistert. Vorsprung, knappe Sekunde auf Wendy Holdener. Sie fährt so exakt. Auch wenn sie jetzt ein Zehntel verloren hat, aber trotzdem, die Linie, die passt immer. Und zwischendrin gibt sie dann wieder Gas. Ja, hochkonzentrierte Leistung. Schauen wir uns die nächste Zwischenzeit an. 6 Zehntel sind es noch. Und dann geht es hinein in den Zielhanger. Noch 10, 12 Tore, dann ist sie durch. Und dann gibt es ein bisschen spät. Einen neuen Rekord an Weltcupsieg. Und der gehört ihr ganz alleine. Michaela Schifrin, 87. Weltcupsieg. Einer der souveränen Art. 92 Hundertstel Sekunden Vorsprung auf Wendy Holdener hat sie. Anders-Sven Larsson darf mit zur Siegerehrung, aber sie ist alleinige Rekordhalterin im alpinen Skiweltcup. 87 Siege, der 53. in einem Slalom. Ingemar Stenmark jetzt Zweiter. Hochkonzentriert, ja. War's unterwegs. Sehr bedacht, ja. Oben gut attackiert, zwischendrin mal ein bisschen zurückschalten und